Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und herzlich willkommen zu Hunter und Kron. Ich bin Alex und heute heißt es wieder Zombie 15 Left Alone und jetzt mit der von mir letzten Mission, Kampagne, die wir hier spielen werden zusammen. Das ist zwar nicht die letzte Kampagne im Solo-Szenario, das wäre ja die Nummer 15. Wir spielen jetzt hier Szenario Nummer 14 und mit wir ist auch wieder meine Frau und ich gemeint. Und letzte Mal haben wir ja Szenario Nummer 10 gerade so schaffen können. Hier, prepare ourselves for combat. Die beiden Jungs, Trevor und Vance, oder war das überhaupt Vance? Das war nee, Trevor und Vance, die ziehen dann noch ein bisschen weiter, versuchen immer noch das Radio zu finden. Das glückt zwar, sie haben irgendwie aber keinen Erfolg, das funktioniert alles nicht so richtig. Noch ein neues Radio muss her, auch das bringt nichts. Dann starten sie so ein bisschen Ablenkungsmanöver, jagen noch hier so einen Gaskanister in die Luft, machen also jede Menge Krach und Lärm und Explosionen. Und dann finden sich hier die gute Siphon und der Will zusammen, die da auch, wie hätte man es anders gedacht, da so ein bisschen in Probleme stecken, weil wirklich viele Zombies unterwegs sind. Und gerade als die beiden sich so in Sicherheit bringen, stoßen sie wieder zusammen und Will ein Ablenkungsmanöver versuchen, sodass die anderen weiter Richtung Osten irgendwie ziehen können. Und da befinden wir uns jetzt, Big Problems, Big Solution. Und dann haben wir an der Stelle auch schon alle Charaktere mal kennenlernen können. Denn hier ist der letzte Charakter, den wir so noch nicht gesehen haben bis jetzt in der Solo-Kampagne, nämlich Siphon, auch mal zu sehen und wird gespielt. Die hat natürlich auch wieder bestimmte Fähigkeiten oder Einschränkungen. In dem Fall kann die gute Sai keine vorsichtige Suche durchführen. Sie kann aber, wenn sie mit ihren Händen kämpft, zwei Zombies statt nur einem töten. Allerdings verliert sie natürlich auch wieder ein Leben, wenn sie das tut. Starten beginnt Siphon mit einem, mit diesen bandagierten Knöcheln oder Handschuhen, irgendwie sowas. Die ist also sehr auf Faustkampf ausgelegt und hat dann noch einen Revolver. Und passend zu den Interessen meiner Frau habe ich hier der guten Saima einen Hund bei der Seite gelegt. Und zwar ein Hund, der immer plus 1 Zombie-Abwehrwert gibt und man kann ihn einmalig einsetzen, damit er einen Zombie an die Gurgel springt und vielmehr zwei Zombies dann tötet. Und ich spiele hier wieder den guten Will, den kennen wir ja schon, der kleine Junge mit dieser selbstgebastelten Kette, an dem diese Schlüssel da dranhängen, diese Maulschlüssel. Damit startet der gute Will auch und einem Revolver. Und falls ihr euch noch daran erinnern könnt, der Will, der ist ja ein bisschen eingeschränkt mit seiner Bewegung. Der kann nämlich immer nur zwei Felder weit sich bewegen pro Zug. Dafür kann er allerdings zwei Karten bei der vorsichtigen Suche einsammeln und auch drei Token auf seinem Tableau sammeln. Das ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. So viele Token gibt es hier gar nicht. Und ich habe mir dann nochmal hier das Dynamit geschnappt. Damit kann man drei Zombies auf einem angrenzenden Straßenteil töten. Und ihr seht hier schon aufgebaut unser Szenario. Und der ein oder andere hat es vielleicht auch schon entdecken können. Hier unten steht nämlich der Alpha-Zombie. Den kennt der ein oder andere vielleicht auch schon aus dem Grundspiel. Der ist also hier der fetteste Brocken. Da muss man 24 Schaden nachher machen. Also wenn wir uns dem stellen, müssen wir zusammen dann so viel Schaden machen. Also dieser Zombie-Kill-Wert dann in der oberen Ecke muss dann zusammen 24 mindestens ergeben. Dann haben wir den getötet. Wenn nicht, dann zermalmt er uns. Und das werden wir nachher nur schaffen können, wenn wir eine Machine Gun uns besorgen. Und das ist jetzt auch mal unser erstes Ziel. Wir starten hier also bei dieser Mansion, bei dieser Villa, müssen dieses grüne Schloss öffnen. Und das befindet sich hier unter einem dieser zwei Token. Und ich gebe euch jetzt schon mal so einen kleinen Einblick. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht sehen. Ich habe da jetzt nicht hingeschaut, ob da der Schlüssel drunter ist. Dann wisst ihr nämlich schon ein bisschen mehr und könnt vielleicht gleich sehen, wie wir ins eigene Verderben rennen.
Wir haben nämlich entschieden, dass wir erstmal hier hingehen, diesen Weg wählen und diesen Search-Token aufnehmen. Hoffentlich da denn der Schlüssel drunter ist und dann zum grünen Schloss. Und hier liegt nämlich das schwere Maschinengewehr. Und dann begeben wir uns zusammen auch zum Alpha-Zombie, wollen den töten, denn in diesem Szenario muss die gute Sai in Exit A stehen und der Will muss hier rüber zu Exit B auf dem Parkplatz. Da ist jetzt kein Alpha-Zombie, aber immerhin sechs normale Zombies, was auch nicht so einfach ist und er kann sich ja auch nicht so gut bewegen. Also müssen wir mal schauen, den Alpha-Zombie töten, dann vielleicht zusammen den Weg wieder darüber gehen und Siphon sprintet wieder zurück. Irgendwie sowas wird es vielleicht werden. Ansonsten haben wir hier noch diese, ja, diese Plättchen, die immer noch einen zusätzlichen Zombie in die Hortbox geben, wenn man mit ja, lauten Waffen kämpft. Und das soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Also Will und Siphon werden sich jetzt vermutlich gleich ins Verderben stürzen. Wir sind gespannt. Bereit? Ja, kann losgehen. Du bist bereit. Wer will denn anfangen eigentlich? Ach so. Das wissen wir noch nicht. Willst du anfangen dann? Na, vielleicht, wenn du nur zwei Schritte gehen kannst, dann geh doch erstmal los. Weit kommen wir ja nicht, weil da stehen ja gleich welche und dann komme ich hinterher. Okay, gut, ich sehe schon. Wir haben so einen halben Plan. Geh mal schön vor. Dann an dieser Stelle starten wir mit dem Soundtrack. Erste Aktion gehe ich hier hin. Zweite Aktion mit meiner Kette töte ich die drei Zombies. Dritte Aktion und vierte Aktion, die getötet. Dann bin ich auch schon fertig und du bist. Erste Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion, vierte Aktion kann ich hier auch drei wegmachen. Ja. Okay, dann bin ich wieder. Erste Aktion gehe ich hier hin. Zweite Aktion. Dritte Aktion. Da sind die Schlüssel. Wunderbar, die haben wir schon mal. Dritte Aktion. Und dann, ja, dann bin ich fertig, würde ich sagen, erstmal. Du Okay, bist. dann gehe ich schon mal wieder Ja? los. Allerdings bist du ja noch mit den Schlüsseln. Na, du kommst dann langsam hinterher. Erste Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion, ich gehe hier hin. Vierte Aktion, ich mache die drei weg und zum Glück mache ich ja auch kein Geräusch dabei. Ja, okay. Warst du schon fertig? Dann machen wir das mal bei mir hier. Kommen hier zwei Nee, Zombies hin. war noch bei mir alles gut. Gib mir die mal. Okay. Die kannst du ja abwehren, ohne Ja, Probleme. genau. Dann bin ich dran. Erste Aktion. Ich würde mal eine Suche machen. Quick Search. Oh mein Gott. Das sind Sechs. sechs Zombies. Super. Oh Gott. Ja, kannst du die da mal hinlegen? Mach Das war ich. sozusagen zweite Aktion. Ich töte gleich mal drei davon. Dann sind Dritte die auch. Aktion, dann sind es nur noch drei. Ich töte noch einen, davon kommt einer da oben rein. Dann sind es nur noch zwei. Vierte Ja, er hängt Aktion, noch fest. ein. Ja, egal. Also, da muss noch einer rein. Da muss noch einer rein. Den habe ich schon getötet. So, dann ist immer noch einer da und du musst mir helfen, weil ich. Anna, oder ich muss die mit der Faust töten. Du bist dran. Na, dann komme ich. Nee, ich kann nicht hier weg, ne? Nee. Okay. Da kommt die Horde. Es dauert einen kleinen Moment. Okay. Also, erste Aktion, ich mache drei weg. So, zweite Aktion, was kann ich denn hier noch machen? Mit dem Schießen, ja. Revolver? Musst du machen. Mach Okay. mal. Zweite Aktion, einen weg und dritte Aktion noch einen weg. Alles Da klar. kommen dann immer zwei rein. Vierte Aktion, ich gehe schon mal in deine Richtung wieder. Musst du mal gucken. Also, erste Aktion, mit der Hand töte ich den einen, verliere ein Leben. Okay. Zweite Aktion, ich mache ich noch mal so eine Suche. Da kommt noch ein Zombie hin. Stellst du den schon mal dahin? Ein Zombie. Ich nehme das Winchester Rifle und die Brechstange. Dritte Aktion mit der Brechstange, den auf den Kopf gehauen. Dann vierte Aktion hier raus. Du bist. Okay, erste Aktion, dann gehe ich eben doch wieder hier lang. Ja. Mann! Du hast du noch, du hättest mal was suchen. Ja, ich wollte ja dahin gehen. Ja, ich bin ja Aha. schon, bin jetzt noch da. Nicht so langsam, junge Frau. Okay. Drei kannst du aber abwehren. Die Frage ist, ob du wartest auf mich jetzt Ja. vielleicht.
Okay, dann bin ich jetzt dran. Erste Aktion, gehe ich hier hin. Zweite Aktion, ich kann mich aber nicht weiter bewegen. Dann bist du dran. Du bist dran. Wehrst die quasi ab, dann bin ich wieder dran. Ja. Erste Aktion, ich gehe hier rein. Zweite Aktion, mit der Crowbar 2 getötet. Dritte Aktion mit der Crowbar, damit wir hier nicht so laut sind. Und du bist. Okay, dann gehe ich hier rein. Erste Aktion. Ja. Zweite Aktion, 3 Stück, ne? Ja. Okay, Chainsaw, Rocket Launcher und was habe ich hier schon? Ja, diese Gun. Flare Gun, dann nimm doch die Chainsaw. So. Okay, genau. Jule ist heute sehr entspannt, was das anbelangt. Ich habe schon meditiert heute. Ja. Sehr entspannt ist sie. So, du hast aber. Nee, die kommen nicht in die Suche-Area. Du hast aber dann. Bist da reingegangen, hast gesucht, dann hast du noch 2. Dritte Aktion gehe ich wieder raus. Und vierte Aktion. Ja, ist egal eigentlich, ne? Na, mache ich 2 weg hier mit der Kettensäge. Okay, dann sind die 2. Die macht aber hier dumm mehr Krach. Dann bin ich dran. Erste Aktion. Gehe ich hier rüber, das öffnet sich gleich automatisch. Zweite Aktion mit dem Winchester Rifle. Dritte Aktion nochmal mit dem Rifle. Und vierte Aktion gehe ich hier rein. Okay. Nehme das erstmal noch nicht auf. Du nimmst die dann mit, ja? Ich kann die dann mitnehmen. Dann mache ich uns schon mal den Weg frei. Also erste Aktion. So, zweite Aktion, 3 weg. Da waren ja nur 3. So. Ja. Aber hier, wir müssen hier umdrehen. Ja, mach das. Dann kriege ich noch 3 dazu. Dann mache ich die aber auch gleich weg hier. Mit der dritten Aktion. Genau. Und vierte Aktion gehe ich schon mal zu den Kumpels, weil ich kann die abwehren. Okay, du kannst die abwehren. So, dann mache ich eine... 8, die macht 8 Schuss, auch nicht schlecht. Ich mache aber mal erste Aktion, eine vorsichtige Suche. Ammo, Katana und Defi lieber. Defi, also nehme ich mal das Katana hier auf. So, erste, zweite Aktion nehme ich das Heavy Machine Gun. Leg das mal hier hin. Dritte Aktion, vierte Aktion, du bist. Mhm. Erste Aktion, ich mache hier 3 weg. Zweite Aktion, ich gehe rein. Dritte Aktion, ich suche. So. Und zwar nehme ich die Gartenschere. Die Horde. Und bei mir kommen noch 2 rein hier. Okay. So, und dann habe ich, glaube ich, noch eine Aktion, oder? Mit denen ich die gleich wegmache, die bei mir drin sind. Okay. Das waren nur die 2, ne? Ja. Mit der Gartenschere. Ja, genau. So, hier liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oder sowas. Aha, okay. So viel Power habe ich gar nicht am Start. Ich habe hier 6. Gut, dann erste Aktion hier reingehen. Zweite Aktion, vorsichtige Suche mache ich. Ich könnte ja 2 aufnehmen, also das heißt, das kommt alles weg. Ich nehme den Rocket Launcher. Dritte Aktion und vierte Aktion, du bist. Wie viele kann ich denn abwehren? Ich verliere, glaube ich, ein Leben. Du, ich gehe jetzt da raus, egal. Erste Aktion, zweite Aktion. Einer dazu. 2 weg, dritte Aktion, 2 weg, vierte Aktion, noch 2 weg. So, abwehren kann ich insgesamt. Das sind 7. Aber. Nee, nur einer. 3. 4, 5. 3, 3. 4? Und jetzt schon weg, meinst du? Achso, doch, nee, das geht 4, ja. 5. 5, okay, 1, 2, 3, 4. Was sind das hier? 4, 5, 6 sind es. Dann falle ich ein Leben, richtig? Genau, und du gehst. Oh. So, dann erste Aktion gehe ich hier rein, zweite Aktion mit der Panzerfaust kann ich 8 töten, mach aber auch 3 dann damit rein, so, 8 töten, dann gehe ich, was war das jetzt? Erste Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion hier rein, vierte Aktion mit der Panzerfaust, die hier weg und dann bist du dran. So, erste Aktion, ich stehe wieder auf. Zweite, ich gehe hier nochmal rein. Ja. Dritte Aktion, ich suche. Da kommen 3 Stück und ich habe hier noch den Rasenmäher. Ja. Da
dann mache ich sozusagen eine zweite Aktion. Hier, so, ich nehme das hier, ja, genau, drei weg. Die Flair dann. Richtig. Das ist meine dritte Aktion. Ja. Vierte, ich gehe schon mal wieder raus. Kann ich abwehren. Okay, dann bin ich dran. Ja. Erste Aktion, komme ich hier rüber. Oh, den kann ich, ach so. Ich wollte, ne, warte mal, ich bleib mal hier. Also, erste Aktion, ich werf mal das Dynamit hier rein. Mhm. Und töte die. Und dann, ach, ich musste das ja hier noch abwerfen vorhin, Entschuldigung. Hier liegt das Maschinengewehr. Weil sonst hätte ich die ja gar nicht töten können mit einer Aktion. Ja, zweite, ich komme mal einfach hier hin. Und noch einer kommt zu uns. Die hängen mal hier zusammen hier. So, ich bin dran? Ja, du bist dran. Okay, zwei Stück sind da. Erste Aktion, ich mähe die beiden weg. Ja. So, soll ich jetzt mal hier, gehe ich mal zweite Aktion, dritte Aktion, vierte Aktion kann ich abwehren. Ja, okay. Dann nehme ich wieder eine Aktion, das wieder auf hier. Mhm. Eine Aktion, zweite Aktion gehe ich hier rein, dritte Aktion suche ich. Einer kommt da hin. Jule, einer? Mhm. Ist einer dahin? Einer kommt da hin und dann nehme ich hier das Assault Rifle und dann mit einem Schuss, na, leider ein bisschen über. Ich will jetzt nicht, aber ich meine, kannst du es doch gar nicht benutzen, wenn du das Maschinengewehr hast. Doch, das habe ich, ach so. Alles, ja, dann lege ich das nochmal wieder dahin. Gibt's jetzt nicht mal mit dem Maschinengewehr endlich da mal hin rein? Also, erstmal töte ich den hier noch mit einem. Kommt hier rein. Einer kommt wieder. Und mit der vierten Aktion nehme ich das wieder auf. Du musst hier mal bleiben, glaube ich. Wir müssen einfach zusammenbleiben auch. Okay. So, du bist dran. Erste Aktion, ich schieße die alle weg. Dann kommt einer da rein. Okay, zweite Aktion, dritte, vierte kann ich abwehren. Okay. Dann bin ich dran. Erste Aktion, gehe ich hier rein. Zweite Aktion, lege ich die Waffe ab. Dritte Aktion, schieße ich den über den Haufen. Vierte Aktion, nehme ich die Waffe wieder auf. Und jetzt gehen wir mal du bist, raus, ja, jetzt bist du. Okay. Naja, du bist ja so langsam. Ja. Erste Aktion, ich gehe mal hier rein und guck mal hier nochmal. Mach doch nur, ach nee, kannst du nicht. Kann ich nicht. Ja, scheiße. So, hier, also einer kommt da zu mir und dann ich noch so ein Nageldings und die Horde. Die Axt ist ja eigentlich ganz cool. Ja, ich hier auf einen, den nehme ich mal. Okay. Töte den. Na toll. Okay, dann töte ich den. Zweite Aktion. So. Dritte Aktion, ich gehe raus. Vierte Aktion, hau vier um. Okay. Dann liegen da noch wie viel? Du kannst zu viele, glaube ich. Drei, vier. Du kannst deinen Hund noch zwei. Okay, verlierst du ein Leben. Dann bin ich dran. Erste Aktion, mit einem Schuss töte ich hier mal fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann kommen zwei rein. So, ich habe ja da noch ein paar Schuss, oder? Ja, verdammt. Dann zweite Akt. 1, 2, 3. Ich brauche 1, 2, 3, 4. Ich brauche aber 4 Schuss. Dritte Aktion lege ich das nochmal ab. Vierte Aktion mit dem anderen töte ich 4. 3 kommen wieder rein. Okay, naja, 3 können wir aber abwehren, oder? Okay, erste Aktion, ich stehe wieder auf. Mach das. Zweite Aktion. Ja. Noch 2 weg. Dritte Aktion, noch 2 weg. So, und jetzt lass mal da hinrennen zu dem Freak. Vierte Aktion da drüber. Okay. Ich geh erstmal hier wieder rein. Geh nee, wir schaffen das nicht. Geh mal da hin. Erste Aktion, ich nehme das wieder auf. Zweite Aktion, ich gehe hier hin. Dritte Aktion, ich gehe hier hin und du bist dran. Erste Aktion, zweite Aktion. Ja. Und jetzt gehe ich ja nicht alleine da rein, oder? Nee, noch nicht. Dann bin ich jetzt dran. Ne? Erste Aktion, ich gehe hier hin. Achso, na du, wir müssen ja beide. Ich weiß gar nicht, wie man da rein. Doch, in seinem Zug, du kannst in da reingehen. Ja. Aber ich. Ja, zweite Aktion, geh mal rein. Nee, ich muss viermal schießen. Wir müssen ja so oft schießen. Ah, verdammt. So, dann mache ich den jetzt mal weg. Erste Aktion. Ja. So.
Jetzt zweite Aktion, ich gehe jetzt mal da rein. Dritte Aktion. Du machst 4 Schaden. 4 Schaden. Ich mache hier doch noch welche. 5 Schaden. 5, 6 Schaden. Sind 6 Schaden. So gut, dann gehe ich hier rein. Erste Aktion. Zweite Aktion. 3. Dann mache ich aber 3x5 sind 15. Und 6 sind nur 21. Sind nur 21. ja, wenn man rechnen könnte, dann hätte man sich ausrechnen können, dass der uns hier total platt macht. Wir haben also an dieser Stelle keine Zeit mehr wahrscheinlich gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel noch genau auf der Uhr ist. Aber ja, wir waren hier irgendwie so ein bisschen verwirrt. Also du hättest dann doch noch mit deiner Axt oder hier noch mehr Schaden machen müssen. Ja. Wahrscheinlich alles hättest alle. Du hier, ja, weiß nicht, hier doch noch suchen. Aber ich weiß nicht, ob wir es trotzdem noch geschafft hätten. Es also gefühlt hast du 30 Mal dein komisches Maschinengewehr abgelegt und wieder aufgenommen und hast nochmal gesucht. Und zwar hier irgendwie 1000 Sachen gesucht, die du alle nicht benutzen kannst. Das hätten wir, glaube ich, mal. Na doch, die kann ich schauen. Ja danach benutzen, wenn ich das abwerfe. Ja, ja. Hilft uns ja jetzt wie so viel mag weiter, sein, weil wir hat uns voll niedergemäht. Ja, gut, aber wenigstens sind wir mal von einem wirklich großen Zombie vernichtet worden. Das ist ja auch schon mal was. Und ihr habt gesehen, dass es denn hier ja auch nicht immer nur dieses normale von A nach B Rennen gibt, sondern dann einfach auch mal Exit A und B hier sich dann aufzuteilen. Soweit sind wir ja noch gar nicht gekommen. Siphon ist wenigstens schon mal in ihrer Exit-Zone gestorben. Ich war da noch sehr weit von entfernt. Also ich vermute mal, dass wir das zeitlich auch nicht geschafft hätten. Dann waren wir doch sehr leger unterwegs. Und auch hier wieder normalerweise Zombie grün alle 40 Sekunden, wir dann wieder mit einer Minute gespielt. Aber ihr seht natürlich schon, wenn man sich hier absprechen muss und so, das ist natürlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eine Erleichterung, aber kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Dann ja, freue ich mich ganz dolle, dass ihr mit mir die letzten Wochen hier so gut durchgehalten habt, Zombie 15 zu spielen. Gab da ja auch die ein oder andere Frage, wo bekommt man das und gibt es das denn in Deutsch? Mir ist momentan noch nicht bekannt, dass es das in Deutsch gibt. Da kann man ja vielleicht mal den Heidelberger Spieleverlag anhauen, denn die haben ja das Ganze ins Deutsche rübergebracht. Ansonsten ist es ja bei Yellow im Vertrieb. Und ja, also vielleicht mal beim örtlichen Brettspielladen nachfragen, ob ihr das irgendwie bekommen könnt. Das gibt es auf jeden Fall auf irgendwie ein paar englischsprachigen Seiten. Vielleicht kann ja euer Brettspielladen das für euch dann importieren oder hat da vielleicht noch eine Kickstarter-Variante rumliegen. Da drücke ich euch die Daumen, wer da gerade Lust hat, das zu bekommen. Und ansonsten ist es ja auch nur dieses Kampagnenheft hier und vielleicht kann man ja in der Community dafür sorgen, dass das ein oder andere Szenario Nummer 1 gibt es ja auch auf der offiziellen Seite, vielleicht sich da ein bisschen austauschen kann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.